Herzlich willkommen bei The Forest. Hallo. Ich glaube, es ist eh gleich Nacht, da können wir eh gleich schlafen. Ja. Ja, wir haben unseren Garten hier abgerissen. Ja. Na, Vogel! Nein. Natürlich bin ich jetzt wieder aus Versehen auf dem Boden gelandet. War mein Vogel. Weil wir hier einen wunderschönen Garten haben, oh ja. Also der Garten hat sich gewandelt, lecker mio. Möchtest du jetzt eigentlich überall Blaubeeren reintun? Nee, oder? Nö, also man könnte in die Mitte diese Blaubeeren und dann an die Seiten die Kräuter, aber wir haben niemals so viele Kräuter, dass wir da alles zugleich sind. Und da weiß ich nicht, ob wir so ein Durcheinander machen sollen. Oder? Natürlich, in der Mitte habe ich überlegt eben die ganzen Blaubeeren und außenrum habe ich eigentlich gedacht eher so Aloe Vera und so weiter. Oder die Kräuter. Wird schön ausschauen, ja. Ja, dann probieren wir das so, würde ich sagen. Weil ich glaube, in der Mitte die ganzen die Blaubeeren, die reichen doch, oder? Ich meine, jetzt hast du da zwar auch Blaubeeren reingetan. Ja, die können wir ja dann einmal pflücken und dann raushauen. Ja, ja. Aber jetzt ist aktuell haben wir eh noch ein Problem mit. Ah ja, genau. Alter, ist schön heller eigentlich. Jetzt fällt es mir erst auf. Vor allem jetzt, die sind noch nicht alles. Also da fehlen ja auch die. Boah, das ist so richtig schön hell hier, ja. Geil, 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 geil. Genau, hinten in der Ecke noch. Wir könnten vor die Tore noch jeweils zwei hinklatschen. Achso, ja, das können wir nochmal machen. Ja. Jetzt gehen wir erstmal Schlafi-Schlafi-Machi. Schlafi-Schlafi. Speichern und dann slaffen. Perfekt. So, jetzt erstmal wieder hungrig aufwachen. Ah, hab Hunger. Moment, hab ich jetzt den Vogel eigentlich jetzt reingetan? Ah ja, stimmt, der Vogel. Rennt jetzt schon vor sich hin? Hab ich den schon gegessen? Ich hab keinen. Essbar. Anscheinend habe ich ihn schon verspeist. Dö. Geregnet hat's nicht mal, oder? Hier wegen Wasser. Leider nicht, ne? Es ist schon fast nervig, trinken. Lecker, lecker, lecker. Zwei frische Vögel. Also, was wird? Hack und zack, du Blöder. Ich hole jetzt erstmal. Hole ich jetzt das Seil von da unten? Mhm. Bei dem Boot war ja ein Seil, ne? Ja. Ah ja, genau. Perfekt. Dann gucken wir mal, welche Falle wir jetzt erstmal fertig machen. Ist der hier schon? Ach, da brauche ich noch einen Baumstamm. Okay, die ist fertig. Da brauche ich noch zwei Seile. Brauche ich irgendwo ein Seil? Ein Seil. Ist fertig. Perfekt. Perfekt. Baumstämme brauchen wir noch drei. Dann holen wir schnell weg. Holst du die gerade? Drei Baumstämme? Ja. Super. Dann. Ja, jetzt sind wir beschäftigt, ne, eigentlich mit dem Riesenprojekt da. Ja, verpiss dich einfach mal, lass mich mal kurz. Da laufen schon wieder welche. Naja. Da, oh, irgendeine Falle hat zugeschnappt, das habe ich doch gehört. Wow! Was?
Der Baum hat mich verarscht. Der ist gerade ganz komisch umgefallen. Der hat sich einfach mal voll eingetreten und ist so ein bisschen auf mich draufgeflogen. Jetzt habe ich eine Mutantenrüstung verloren. Lol. Beim Baumfällen. Ich so gut sein. Hey, wieso habe ich jetzt... Wieso habe ich jetzt Leben verloren? Lol, komm da mal her. Nein. Ich bin Gott. Vor mir ist ein Baumstamm. Lol, hier haben wir immer noch ein Leuchtfeuerding. Gehabt. Hä, hey, wo haben wir ein Leuchtfeuer-Ding gehabt? Also nicht Leuchtfeuer, aber so eine kleine Fackel. Die habe ich jetzt gerade aus Versehen gekillt, weil ich... Ach so. Das war bestimmt mal, wo wir ja. Im Dunkeln irgendwie gebaut haben oder sowas. Das war mal in der Einöde. Ist erwischt. So, du bist tot, mein Freund. Da war doch noch irgendwo hier die, kein Lagerfeuer hier, hast du das gemacht? Okay. Warte, ich tu ihn da mal hin. Vorm Tor ist eine Leiche. Die möchte verbrannt werden. Ah, jawohl, das ging wieder an zu regnen, sag schon. Ah, das ist gut. Wonderful. Manchmal habe ich auch das Gefühl, die irgendwie, warum? Manche lösen ganz komisch aus. Warum ist denn da so viel ausgelöst? Wir waren noch nie Gegner. Wie gesagt, die sind halt wahrscheinlich einfach durchgelaufen. Oh, das sind jetzt ganz schon gar nicht mehr so wenige. Wo brauchen wir denn jetzt überall noch Baumstämmchen? Da sind zwei. Ah, du Sack. Hast du jetzt nicht gesehen, dass ich gerade am Bauen war, oder was? Kommt hier mal her. Lol, da liegt ja sogar eine Leiche unter der Falle. Hast du wohl übersehen. Die Wand war kaputt. Hallo. Hallo, komm zu mir. Lol. Der läuft da einfach wirklich einmal straight durch, direkt zwischen den Fallen. Naja. Ey! Lol! What a fail! Der ist zwischen den Fallen durchgelaufen. Hörst du auf? Ach, jetzt. Geh da weg, ich mag die Wand nicht kaputt machen und auch nicht unser Licht. Pisser. Genau, lauf nach hinten. Haha, oh geil. Das war jetzt cool. Wow. Ehrlich, geil. Du kleines Opferkind. Ich hab Augen an meinen Armen. Das war jetzt immer cool. Ich hab mir immer vor denen gekämpft und die sind dann immer rückwärts gelaufen, weil die ist so leicht ausweichen und der eine ist langsam rückwärts in die Stachelfalle gelaufen. Ne? Ja, geil. Und dann ist er ausgelöst. Und der andere, der hat mich dann angesprungen, während ich die Falle wieder aktivieren wollte. Hab mich auch verteidigt und dann ist er auch rückwärts in so eine Baumfalle gelaufen. Das ist sehr geil. Cool. Doch, die Fallen, die sind eigentlich jetzt nicht praktisch. Auch wenn es nicht immer funktioniert, aber die Erfolgsrate ist doch relativ. Ja, da kann man gut Knochen farmen und verliert nicht so viel Knochen dafür. Ja.
So. Ich bräuchte aber ein paar Knochen, weil ich habe die verloren gerade. Ja, kannst du ja welche im Korb holen. Oder du nimmst die einfach die jetzt da. Ich nehme jetzt gleich die. Ich mag dann eh gleich was braten und dann. Passt. Und einen Schädel haben wir auch wieder. Sehr schön. Perfekt. Kannst gleich in den Garten rein anlegen. Ah Gott, ich wollte doch den Stein normalerweise. Gut. Ach, hast du die zwei Baumstämme noch reingelegt da? Ja, das ist aber schon ewig her. Die liegen da, glaube ich, schon seit 20 Folgen oder so. Ich glaube, da haben wir noch die Mauer gebaut. Ach, Södele. So, gut. Genau, ein Baumstamm noch. Welche Falle braucht der Baumstamm? Ich glaube, die ganz rechts, die Seilfalle oder sowas. Ah ja, genau, das kann sein. Genau, da fehlt noch was. Gut. Dann, Baumstämme sind schon mal abgearbeitet. Das ist nice. Das ist wirklich cool. Ja. Ja, ist eigentlich nur noch. Ich hatte die ganzen Steine mal rein. Ja gut, aber ich würde es... Was denn? Gut, für die meisten Fallen fehlen uns eigentlich nur noch die Seile, blöd gesagt. Und es dauert halt einfach, bis wir die fertig haben. Ja gut, die Seile, das sind jetzt wie viele Seile? 5 Seile. Wenn du überlegst, das sind jetzt... Hä, hier liegt ja noch eine Leiche. Lol. Hä? Am Strand habe ich gerade eine Leiche gefunden. Was? Ja. Ganz merkwürdig. Genau, diese ganzen Steine und Sticks, auf das würde ich mich jetzt vielleicht so hart gucken. So halt, wenn's... Ja, ach. Ja, wir können jetzt aber nicht die ganzen Wäre schon folgen. Schön, aber ich möchte nur das bauen jetzt das ganze Zeit. Ja, das geht ja fast nicht. Ja, ja. Aha, dann rüsten wir den ausrüsten und dann können wir da vielleicht mal wieder das füllen. Füllen. Prozent. Perfekt. Ja, vielleicht machen die Spikes dann mittlerweile auch Schaden. Ganz nice. Wäre ganz nice, aber ich glaub's fast nicht. Ich habe auch nur noch 34 Stoff, ne? Ja, ich habe sogar, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ich möchte wenigstens mal die Steine der Fallenseite einfach mal alle fertig machen. Dann nur noch die Stickies. Ich sehe das so kommen, dass ich in so eine Falle reinlaufe. Ja, das sehe ich auch kommen, dass wir mal durch Fallen sterben oder sowas, die wir selber bauen. Aber ehrlich gesagt, ist das wert, dass wir da... So. So, aber jetzt könnte man ja eigentlich schon mal... Projekt planen und durchsprechen.
Bäh. Kommst denn du schon wieder her? Die schleichen sich zurzeit ganz schön an, ne? Ja, ist doch wirklich so. Tja, mein Guter, das war ein Kopfschuss. So, 10 Steine noch. Das mache ich jetzt noch. Unten wäre ein Wagen voller Steine. Und am Strand so ein bisschen, in Richtung Strand. Beim zweiten Gartentor. Okay. Ich muss kurz die Leiche verbrennen. Oh, ich glaube, das ist die Ehefrau von ihm. Und nicht ganz cool im Kampf einen Stein aufheben. Wir müssten gerade Knochen liegen. Ja, habe ich gerade genommen. Ich komm schon. Das Problem ist, wenn man jetzt hier den Eingang machen möchte, ist halt dann eine richtig steile Treppe. Oder wir machen dann ein Seil oder sowas. Dann wird es nicht so schlimm aussehen. Und ich sag mal, im Prinzip würde es mich jetzt nicht stören, wenn man mit Seil in. Aber es passt ja, Rucksack so ein bisschen. Prinzipiell darf es mich auch nicht stören. Wenn es geht. Ich weiß halt nur nicht, ob es geht, ne? Ach so. Ja, nicht, dass wir es da hinbauen, ja. Und dann geht das mit dem Seil nicht. Blöd. Hast du die Knochen aufgenommen? Mhm. Gut. Super, gut, da sind die Steine schon mal fertig. Hast du den Wagen mit den Steinen geholt? Ja, habe ich. Nee, also das mit den Steinen geht echt ratzfutz. Nur das mit den Sticks, das könnte sich halt echt hinziehen. Ja, das mit den Sticks, das kann wirklich lange dauern. Wo brauchen wir eigentlich? Haben wir immer noch drei Schädellampen irgendwo zum Bauen?
Nee, Schädel. Nee, doch, drei Schädel. Gut. Ich dann Fehlen jetzt noch. mal so unser Haus machen. Ein riesengroßes Haus. Das ist halt wirklich diese Villa, aber da müssen wir halt dann eventuell, hoffentlich geht das mit Zeil rein. Kann man jetzt theoretisch schon das Seil bauen? Nicht, ne? Das kann man Nee, das erst kann man hin. erst zum Schluss machen. Viel Baumstämme 56, hab ich gerade gefunden. Das geht eigentlich voll. Ich wundert mich eigentlich auch, dass es so wenig ist. Gut, sag mal, wenn man da jetzt Glück sagt, dann noch zwei Stockwerke macht. Ja, also ich Gibt weiß ja gar nicht, ob wir dann. zwei Stockwerke brauchen, dann nur groß, weil das ist echt riesig. Geh mal da hoch auf den Turm. Ja, und dann ist es ja höher wieder. Ja, doch, also wenn man. Ja, Glück gesagt, wir möchten es da nur schön machen. Da halt da Tisch, da vielleicht mal Kronleuchter, Ja, dann ja, da so ja. eine Feuerstelle. Weil da brauchen wir eigentlich vielleicht zum Schön machen. Ich habe mir sogar überlegt, bleiben wir da oben, wenn vielleicht sieht es ganz geil aus, wenn wir so gesagt das Haus, also unser Villa, gar nicht so groß machen, sondern nur so gesagt auf komplett außen rum, so ein Meter, so gesagt eine Terrasse, komplett außen rum. Ach so. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf der Mauerseite nicht, aber ansonsten vorne in, also vorne sowieso will ich einen Balkon machen, zum Turm und zum anderen, ich weiß nicht, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, finde ich. Das weiß ich noch nicht. Ah, da müssen wir jetzt erstmal mit so eine Grundplattform bauen, oder? Dann die Mauer und dann nochmal so eine Plattform außenrum, oder? Oder wie? Möchtest du das mit der Terrasse machen? Ja, das weiß ich noch nicht. Jetzt weiß ich, was du meinst, aber es könnte ein Problem werden, da hast du recht. Ja, das sehen wir ja dann. Aber ich dachte mal so so das bauen, oder? Was hältst du davon? Ach so, also Glück gesagt, dass die Terrasse dann über dem Weg ist, dann was? Nee. Also die Plattform, die du Also jetzt jetzt, siehst, also das schon Haus kleiner einfach machen kleiner jetzt, machen. oder? Nur kleiner machen, das Ja, Haus, genau. ja. Ja, So gesagt, dass okay. diese Plattform, die du jetzt siehst, auch der Terrasse ist. Wir haben ja auch schon mal Ja, einen Balkon okay. gehabt und da haben wir einfach. Ja, ich habe gerade überlegt, wie wir das gemacht haben. Haben wir das dann. Sag mal, fehlen da Was haben wir hinten dann? Das haben wir, zwei. glaube ich, wieder. Nee, das sind wahrscheinlich zwei Seile oder sowas, was Achso. fehlen. Ach Gott. Das haben wir auch nochmal gemacht. Das hat ja nicht so gut funktioniert, glaube ich. Weißt du, was geil wäre? Eine Seilrutsche von hier zum anderen Turm. Aber ich glaube, die sind fast gleich hoch. Das kann Ja, man. das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Obwohl, man kriegt das, glaube ich, gar nicht hin. Also, man kann das aber nicht so weit ziehen, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Mit einer Seilrutsche würde mich noch voll interessieren, wie das funktioniert. Ob du da einfach nur eine Plattform brauchst, weil sonst könnte man ja einfach auch mal eine Plattform bauen, also so einen höheren Turm bauen, wo so ein Ja, Pavillon ist, das. aber außenrum nochmal so eine kleine Plattform. Müssen wir mal gucken. Ja, das. Jetzt Ja. ist erstmal Nacht und jetzt, was hast du denn jetzt gemacht? Vogel gekillt. Ja, erstmal wieder schlafen. Mal ein bisschen Licht. Speichern und schlafen. Und essen und trinken. Oh, weg da! Ich habe gerade mein Abendessen gefangen. Passt. Abendessen, ja. Kein Frühstück. Frühstück, sorry. Ich glaube, wir sind viel zu sparsam mit dem Fleisch. Ehrlich. Ich glaube, wir könnten das so viel öfter essen. Es wird immer schwarz und dann ist es immer so. Ach so. Weil schon viel, viel schwarz. Das Schwarze ist eh schon vergammelt. Gut, dann planst du noch mal die Plattform, oder? Ja, die ist doch. Nee, die ist, würde ich so lassen.
Haben wir jetzt nicht gerade eben gesagt, eigentlich, dass wir die kleiner machen, damit dann die Terrasse außenrum besser passt? Die Plattform soll die Terrasse werden. Mitunter. Nur das Haus kleiner. Ja, aber blöd gesagt, um die Terrasse ja bauen zu können, muss man ja, glaube ich, erst eine kleinere Plattform bauen, oder? Und dann um das Fertige nochmal irgendwie so ein Steg oder so. Wie waren das? Wie haben wir das denn gemacht? Genau, freies Bauen. Da haben wir wahrscheinlich so eine Plattform gebaut, oder? Ja, genau. Kann man das dann ziehen? Wird? Ja, nee, log, okay. Hey. Oder halt dann wirklich. Was? Ich fisch. Ich habe einfach diese Plattform, da kommt das Haus drauf, ein klein wenig kleiner wie diese Plattform, also die Mauer so gesagt hier lang ziehen und hier lang ziehen und dann ist so 1 Meter von dieser Plattform die Terrasse, habe ich jetzt so gedacht, so. Ja, aber wenn man doch da jetzt eine Wand rum macht, dann wird die doch automatisch gebaut. Oder irgendwie verstehe ich nicht. Wenn wir das doch jetzt fertig bauen und dann sagen, hey, Wand außenrum, dann ist das doch einmal komplett außenrum, die Ja, man Mauer. kann ja auch frei bauen. Ja, gut. Man kann natürlich auch die freie Mauer. Ich bin mir jetzt nicht Ja. sicher. Du hast mich jetzt voll verunsichert. Stimmt eigentlich, man kann vielleicht auch die eigene Mauer. Die Frage ist gerade, wenn Ich es weiß fertig nicht. ist, das Ding, kann man dann das noch bauen oder das einfach automatisch? Was, wenn es fertig ist? Ah. Aber ich weiß noch, in der ersten Staffel haben wir es auch irgendwie hinbekommen. Ja, ich weiß auch. D draußen. Oder mehr, besser gesagt. Nee, gut, dann passt Hier es, oder? blöde Feuerzeug. Versuchen wir es einfach mal. Schauen wir mal. Ja. Und dann waren es halt 56 Baumstämme. Ja, das ist doch Und gleich so. erledigt. Ja. Ups. Ich überlege gerade nur von wo. Ich glaube da hinten die zu fällen ist, glaube ich. Aber warte, ich gucke schnell wegen Seil, ob das schon gespawnt ist. Das wäre natürlich jetzt praktisch. Nee, leider noch nicht. So. Was war da kaputt? Ja, da war vorhin, glaube ich, mal der Pin Tanz dort. Kann sein, dass er da vielleicht irgendwas Ah, diese Motorsäge immer. So. erwischt hat. Gut, dann nehme ich den anderen Wagen und dann lege mal los. Hallo. Ja, aber ich darf vielleicht mal in die Nähe gehen, also hier so. Ja, von unserem Tor dann. Kleine Bäume schauen gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Das sieht Nö, sieht gemütlich aus. aber es werden mehr, also da in die andere Aber die Richtung, wachsen linke nicht Seite. weiter irgendwie. Ja, passt ja auch erstmal. So. Wachsen die schon mal ein bisschen vor, wir müssen aktiviert, dass man schneller irgendwie. Keine Ahnung. Wow! Holy shit! So fallen die immer auf mich, die Scheißbäume, ey. Alter! Dreimal hintereinander Ich hab das so richtig im Hintergrund gesehen, während du das gesagt hast. Du tust dich extra in meine Richtung. Hä? Da sind ja Viecher hinter dir. Ja. Aber das wäre mal geil, wenn man mit dem Baum mal so ein Viecher beschmückt. Ja, Gott, ich bin.
Ich hab gerade gepackt. Oh, Alter, bei in diesem Gestrüpp. Wow, schon. Das gibt's doch langsam nicht. Hab ich irgendwie so einen Baummagneten bei mir oder was? Egal, wo ich gerade hingehe. Alter, das sind nicht wenige, ne? Ja. Das ist genau jetzt, wo wir die Bäume gefällt haben, ey. Okay, warte, ich trau mich. Den großen mit Schatz. Jawohl. Ah, nein, mein Pfeil. Aber gut, gut, gut. War nicht schlecht. Einer ist weniger, die anderen rennen weg. Alles in Lot. Dann können wir weitermachen. Ich glaube, jetzt tu mal sammeln die erstmal. Ja. Wie ein Baummagnet. Oh, ich hab dir jetzt mal den einen Wagen in den anderen getan. Ach ja, herrlich. Hier schon wieder so komische Geräusche von sich. So, der nächste leere Wagen kommt gleich. Yay! Achso, du baust einen dritten Wagen. Ja. Ja, jetzt haben wir es eh gleich fertig, das Ding. Das geht echt. Ey, es ist mit den Rehen, das cast mich richtig ohne. Dass die immer despawnen. Die despawnen einfach nur. Direkt vor meiner Fresse, jedes Mal. Nee, ich finde es nicht lustig. Das hat dann keinen Sinn. Es nervt einfach nur unheimlich. In der Tat, richtig. Richtig zum Kotzen, ehrlich. Weißt du, du rennst ein Reh hinterher, bleibt eh nicht stehen, muss die ganze Zeit eh auf Willkür da irgendwie immer schießen. Da ist wieder ein Reh. Es ist sogar das gleiche, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das sogar das gleiche. Oh, ich hab's erwischt. Sehr schön. Oh, ich kann noch mal ein paar Pfeile mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin. So, ist der Baum jetzt Baumstamm oder Stick? Ja, Gott, neu. Wie hin? Na, egal. Es ist mittlerweile schon gar nicht mehr so leicht, ne? Ob das Baumstamm oder Stick ist. Ja.
Baum ist nicht direkt. Ach komm, leck mich doch im Arsch. Irgendein Typ kreist unsere Mauern. Ja, guck zu, wie ich deine Frau töte. Bleib da hinten stehen und guck zu. Oh, oh, nein. Nein, 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 scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ja, lauf wieder raus, lauf. Nein, oh nein, oh meine Fresse. Nein, 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 raus mit euch, raus mit euch. Hier, hier bin ich, hier bin ich. Alter, jetzt hab ich einmal das Tor offen lassen. Jetzt komm raus, komm raus. Ja, ja, brav, 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 brav. Nein, wieso läufst du wieder rein? Komm wieder zurück. Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, 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 nein. Du machst mir Angst. Bitte erzähl mir jetzt keinen Blödsinn. So. Ist nur noch einer drin, immerhin? Ja, weil das habe ich keine Ausdauer. Alle, alle, chill, 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 chill. Ja, Ausdauer ist schlecht und... Ich glaube, denen gefällt das nicht so, dass wir ihren Wald komplett abroden hier. Hm. Sind sie, glaube ich, keine Fans von. Ach komm, verdünnisier dich da. Puh, Lage nochmal gerettet. Bäm, Headshot. Was? Das war kein Headshot! Scheiße. Blöde Kuh. Das steckt doch in deinem Kopf, Alter. Mann. Finde ich nicht cool, sowas. Uncoole Scheiße nennt man sowas. Zwei. Wo wird jetzt so ein Schädel dicht? Da, okay. Gut, also die Schädellampen sind im Garten fertig. Das ist natürlich der Hammer. Eieiei, wir haben schon wieder Überlänge. Oh. Inki. Was? Wieso? Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, dann komm mal. Oder hast du schon Bäume gefällt jetzt, diese? Ja, ich hab gerade eingesammelt. Ich sammle gerade noch einen und dann. Okay. Sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, das war's jetzt. Hallo. Ach, das sind noch Knochen. Was, wo? Ach so, ja, stimmt. Genau. Hier ah, ja, zwei Wägelchen, das ist ja schon mal was. Ja, dann nehme ich hey, den dann anderen kriegt man das noch fertig. Zwei Wägen voll. Das sieht gut aus, glaube ich. Alter, wir haben noch nie, glaube ich, ein Projekt, so ein großes Projekt, so spät angefangen in der Folge, aber dann doch noch fertig bekommen. Ja, wollte gerade sagen, wie viel haben wir doch gerade eben erst angefangen. Planen und bauen. So.
Gold. Ja, gut, dann gleich mal noch das mit dem Seil ausprobieren, schnell. Kletterseil. Oh nein. Geht das nicht? Nein. Warum nicht? Was, wir könnten eventuell eine ganz kleine Plattform bauen. Verstehe ich nicht, warum sollte das nicht gehen? Sollen wir das in der nächsten Folge besprechen, weil wir bei 41 Minuten, das kann ja nicht sein. Ich will keine Stundenfolge machen. Ja, warte mal, Glücksack. Wenn ich jetzt hier mal jetzt ganz hässlich, sag ich mal, hier so eine Plattform. Oh. Glücksack, also nicht genau hier, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Es muss doch gehen, das kann ja nicht sein. Ja, aber das ist jetzt irgendwie... Kaka. Kaka? Oder ich sehe gerade, man kann ja so ein Loch machen, aber das kann es nicht. Man kann ja diese Lochsäge machen, wenn man hier so ein Loch reinmacht und dann... Ach, nee, ich weiß nicht. Ach, das ist jetzt blöd, das haut mich jetzt raus. Das müssen wir in der nächsten Folge besprechen, weil jetzt müssen wir die Folge beenden. Ja, ja. Speichern mal kurz. Genau, das ist eine gute Idee. Gut, und dann beenden wir die Folge. Dann danke vielen Dank fürs Zugucken. Bis zur nächsten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.